Herzlichen Dank, Anna. Dank an das Team des Künstlerhauses. Für mich ist es hier ein ganz großes Glück, dass ich mit der Buchpräsentation mit so offenen Armen empfangen werde. Ich habe seit Monaten eine enorme Unterstützung aus dem Haus heraus erfahren und finde es großartig, dass sich die Geschichte des KOM jetzt wieder von so großem Interesse ist, dass sich vor allem auch jüngere Menschen wieder dafür interessieren. Das sieht man jetzt im Publikum hier noch nicht so sehr, aber ich habe das Buch in Buchläden geschleppt schon, damit es dann ab morgen verfügbar ist. Und da haben sich immer wieder jüngere Leute neben mich gestellt und haben super interessiert da reingeschaut und wollten direkt blättern und gesagt, nee, das gibt's ab Samstag. Und dieses große, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Hall, der da von außen raufkommt oder irgendwo halt arg. Das war vorhin so nicht. So, wird es jetzt besser? Aber ich habe den Hall immer noch drin. Das war für die Anna. Aber jetzt brauch's ich und ich brauch's ein wenig länger wie die Anna. Aber ich mag es auch nicht so laut haben. Okay. Das ist genau das. Also ich war gerade bei dem großen Interesse für dieses Thema, was wir jetzt irgendwie im Haus haben. Und dieses wäre vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht so gewesen. Das KOM hätte wahrscheinlich nicht denselben Anklang gefunden. Aber das KOM wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Und damit ist es endlich alt genug, damit wir uns mit entsprechender Distanz dem Thema auch wieder nähern können. Mein Vater, Michael Popp, Mitinitiator, Mitbegründer des KOM, litt vor gut 10 Jahren noch darunter, dass das KOM kaum noch eine Rolle gespielt hat. Bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen des Künstlerhauses nicht entsprechend gewürdigt wurde. Und so heißt es in seinem Vorwort, das ja mittlerweile auch in etwa 7 Jahre alt ist, ich zitiere, schon deshalb scheint mir dieses Buch notwendig, weil ich, und da stehe ich nicht alleine, den Eindruck habe, dass man in Nürnberg diesen Teil der Kultur- und Sozialgeschichte gerne dem Vergessen anheimstellt, ihn verdrängen oder überschreiben will, den objektiven Wert dieser selbstverwalteten Jugendkultureinrichtung nie wirklich erkannt hat und so nicht wertschätzt oder froh ist, diesen Schreihals endlich los zu sein. Aber ihm ging es darum, das KOM möglichst positiv in Erinnerung zu rufen. Nostalgie war nie das Thema meines Vaters. Er war nach vorne gewandt, hat immer geschaut, was man verbessern kann, war ein Vorausdenker. Und in diesem Sinne verstand er auch das Buch zum KOM, auch eher als einen Beitrag zur aktuellen kulturpolitischen Debatte. Was auch dazu führte, dass er mit dem Projekt des Buches mehrfach öffentlich auftrat. Wir sehen ihn hier in einem Zeitungsartikel der Nürnberger Nachrichten von 13. April 2015, in dem er sein Buchprojekt und vor allem seine Positionen öffentlich kundtat. Das Buch war für ihn mehr eine Art Vehikel, um eine Botschaft zu transportieren. Aber Michael hat das Buch nicht fertigstellen können. Seine Arbeiten an dem Buch enden im Jahr 2017 mit einem Sturz, einem Oberschenkelhalsbruch, einem 3-wöchigen Krankenhausaufenthalt, den er am Ende nicht überleben wird. In diesen letzten Tagen seines Lebens habe ich einen total verzweifelten Vater erlebt, der zwar akzeptieren konnte, dass er sterben wird, aber nicht, dass er dieses Buch nicht fertig bekommen wird. Am letzten Tag, an dem er noch einigermaßen bei Bewusstsein war, hat er mir in etwa erklärt, wie der Stand der Arbeiten ist, wo die Unterlagen zu finden sind, was er gut ausgearbeitet hat und wo die Lücken sind. Michael ist am 27. November 2017 verstorben. Und für mich hat sich keine großen Fragen aufgetan. Ich wusste spontan, dass ich dieses Erbe antreten würde, versuchen würde, das Buch für ihn, für mich und für uns fertigzustellen. Für mich ist klar, dass das KOM ein wichtiger Beitrag zur Kultur, Politik und Sozialgeschichte dieser Stadt Nürnberg ist, den es gilt, heute wieder näher zu betrachten und in vielen Punkten auch wertzuschätzen. Aber mir war auch direkt klar, dass dies nur mit einem Team gelingen könnte.
Ich bin Künstler, Bildhauer, kein Autor oder Verleger. Und ich hatte nicht die geringsten Erfahrungen in der Bearbeitung und Herstellung eines Buches, stand aber mit einem halbfertigen Buch von meinem Vater da. Und da habe ich mich entschieden, Experten mit ins Boot zu holen. Das war zum einen Caroline Tschuckner, sie ist Sozialpsychologin und Lektorin. Sie hat die Verantwortung für die Bearbeitung des Manuskripts übernommen und ohne sie wäre das Buch so wohl nie zustande gekommen. Caroline hat heute aus familiären Gründen leider nicht kommen können. Das bedauere ich wirklich sehr, weil ihr kommt ein eminent wichtiger Anteil an der Entstehungsgeschichte dieses Buches bei. Die zweite Person, die ich dazugeholt habe, das war der Grafiker Timo Reger. Mit dem Timo habe ich viele Projekte schon gemacht und von ihm wusste ich, dass er ein absoluter Experte ist in der Erstellung von Büchern. Also er ist ein ausgesprochener Buchgrafiker. Ich danke Timo, ich weiß nicht, ob er heute Abend hier ist, diesem Buch so lange die Stange gehalten zu haben. Das war ja ein Bearbeitungszeitraum von 5 Jahren jetzt. Und er hat wesentlich auch zum Gelingen dieses Buches beigetragen. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, weil mir immer der Mundwinkel zusammenklebt. Wir haben, um einen Bezug zu diesem Manuskript zu bekommen, am Anfang eine kleine Runde enger Freunde meines Vaters zusammengezogen, die bereits vertraut waren mit diesem Buchprojekt und haben gemeinsam in einer ersten Lektorenrunde diesen Text besprochen. Das waren Georg Leipold, Jürgen Markwirth, Thomas Müller und Matthias Dachwald. Aus dieser Runde ging dann ein kleines Redaktionsteam hervor, das sich dem Projekt über die letzten 5 Jahre hinweg gewidmet hat. Caroline Tschuckner, Matthias Dachwald und ich. Die große Frage war dann erst einmal, wie wir die Fehlstellen im Manuskript füllen würden. Und da sind wir relativ schnell auf eine Lösung gekommen, und zwar über die Hereinnahme von weiteren Zeitzeugen, die mit ihrer Perspektive die jeweiligen Aspekte gut ergänzen konnten. Wir haben aus einer monoperspektivischen Erzählung meines Vaters eine multiperspektivische Erzählung gemacht. Wir haben den Titel des Buches ernst genommen, das war das, mein, unser, euer Kommen, er hat das Kommen durchgestrichen. Das Mein, also das Kommen meines Vaters, das lag ja bereits vor. Und wir haben uns dann auf das Unser und Euer konzentriert. Und am Ende haben wir so viele Stimmen hereingeholt, dass wir den Titel ersetzen konnten durch Komm, 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung. Und damit bin ich jetzt bei dem Buch angekommen, dem fertigen Buch, das so auch gedruckt wurde. 21, 28, 3,3. Ein echter Brocken, ein Brocken wird es kommen. Früher hieß es ja der Kotzbrocken, aber das ist kein Kotzbrocken. Er ist, der schmückt das Bücherregal. Dieses Buch enthält Michaels Text im vollen Umfang und geht doch weit darüber hinaus. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, seinen Namen als Autor vorne allein auf das Buch zu setzen, als eine Art Hommage an seine Lebensleistung. Und auf diesem Bild hier sieht man jetzt die große Anzahl von Stimmen, die wir in das Buch hineingeholt haben. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich möchte mich aber bei allen bedanken, die sich aktiv auf das Projekt eingelassen haben. Viele von Ihnen sind heute Abend anwesend. Jeder einzelne Beitrag hat die Erzählung des Komm mehr Dichte gegeben und hat es vielfältiger gemacht. Aber das Buch hat sich nicht nur durch die vielen Stimmen erweitert, sondern auch durch mein Interesse, das Komm in Bildern zu erzählen. Und um das zu erreichen, habe ich viel recherchiert. Ich habe Tage, Wochen, ja, Monate mit der Suche und dem Digitalisieren und dem Zuordnen der Fotos verbracht. Das hat mit dem Nachlass meines Vaters begonnen und hat sich über weitere private Archive erstreckt, führte übers Stadtarchiv ins Archiv der Nürnberger Nachrichten. Das Foto, was man gerade sieht, stammt von Cornelia Engelhardt. Sie hat einen Arbeitsplatz im Archiv der Nürnberger Nachrichten mit einer Mehrfachbelichtung analog fotografiert und so ihre tägliche Arbeit an den vielen Schubladen, in denen auch hunderte von Kommfotos lagern, dargestellt.
Für mich ist dieses Bild unglaublich wichtig, weil es zeigt, dass das Greifen in eine andere Schublade unter Umständen auch ein anderes Bild vom Komm hätte zeichnen können. Also da sind die Nuancen dann irgendwie so nah beisammen und man erzählt trotzdem eine andere Geschichte. Und wir haben aber neben den Fotos auch ganz viele zeithistorische Dokumente wie Flugblätter, Plakate, Handskizzen, Zeitungen in das Buch als Reproduktion mit reingeholt. Ich möchte mich jetzt mit ein paar ganz wenigen Sätzen auf die Struktur und auf den Aufbau des Buches zum Sprechen kommen. Das Buch besteht aus 6 großen Kapiteln. Im 1. Kapitel wird die Entstehung des Komm in die allgemeine Entwicklung der damaligen Zeit eingebettet. Im 2. Kapitel wird die einzigartige Konstruktion der Verwaltung des Komm besprochen. Das war nämlich ein echtes Unikum, wohl einzigartig in der Bundesrepublik. Eine offene, basisdemokratische Selbstverwaltung und eine städtische Dienststelle zugleich. Es scheint ein Paradox zu sein, aber es hat über 23 Jahre lang funktioniert. Es war also Realität. Im Kapitel 3 bis 5 wird die kulturelle, die soziale und die politische Dimension des Hauses besprochen. Im 6. Kapitel und letzten Kapitel wird der Niedergang des Komm aus mindestens 4 Perspektiven erzählt. Und das ist ein echter Thriller, wenn man sich darauf näher einlässt. So, und damit bin ich bei der zentralen Frage angekommen, einer Frage, die ich auch nach 5 Jahren der Bearbeitung dieses Komm-Buch-Projektes nicht abschließend beantworten kann. Was war das Komm denn eigentlich genau? Das Komm war zugleich Jugendzentrum und Seniorentreff, Kulturzentrum und Bühne für politisch harte Konflikte. Das Komm war Talentschmiede und Zufluchtsort für Ausgegrenzte. Das Komm war Schandfleck, Heimat, Freiraum und städtische Dienststelle, Werkstatt und Labor für direkte Demokratie. Das Komm war ein multikulturelles Zentrum, eine ewige Baustelle und vor allem der Hotspot der Musikszene. Es ist unmöglich, das Komm einfach zu beschreiben und daher verstehe ich das Buch als eine Annäherung an die enorme Vielfältigkeit, die das Komm wohl tatsächlich ausgemacht hat. Ich zeige jetzt 3 Schlaglichter aus dem Buch, Eindrücke, die ich mehr oder weniger beliebig aus diesen 380 Seiten herausgefischt habe. Und mit dem ersten Schlaglicht will ich die Bauhütte des Komm beleuchten. Warum suche ich mir gerade das Thema Bauen aus? Zum einen, weil ich selbst gerne baue. Und dann kenne ich Hubert Brücken persönlich. Hubert ist einer von denen, die sich im Komm um die Angelegenheiten rund ums Bauen gekümmert haben. Und dann glaube ich, dass Bauen im Komm eine zentrale Rolle gespielt hat. Im Komm wurde von Beginn an umgestaltet, renoviert, gebaut. Das Haus stand als Kriegsruine seit Ende der 1960er Jahre auf der Abrissliste. Und weil man das Haus für den Abriss vorgesehen hatte, war es relativ egal, was da drin vor sich ging. Das war die optimale Voraussetzung für das, was dann im Haus entstand. Also der kaputte, der bereits aufgegebene Raum bot eine prima Voraussetzung für eine freie und kreative Entfaltung. Allerdings hat man sich auch beim Bauen erst in einer basisdemokratischen Selbstverwaltung darüber einigen müssen, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Es musste wie alles im Komm erst einmal ausgehandelt werden. Hubert Brücken stieß im Jahr 1975 dazu und nahm eine Anstellung als Hausmeister an. Aber das, was Hubert über die Jahre hinweg gemeinsam mit vielen anderen im Haus geleistet hat, bräuchte eigentlich ein eigenes Buch. Sie haben die Räume geschaffen, in denen das Komm stattgefunden hat und das über 20 Jahre hinweg. Die Gangrenovierung von 1975 hier im Bild war eines der ersten Projekte. Etwas später in den 80er Jahren gab es dann auch noch das ABM-Projekt. ABM stammt damals für Arbeitsbeschaffungsmaßnahme,
mit dem man versuchte, arbeitslose Menschen wieder einzubinden. Im Komm hat sich das vor allem an Jugendliche gerichtet, die arbeitslos, ohne Perspektive im Komm herumhingen und für Ärger sorgten. Die zu der Zeit aufkommende Jugendbewegung der Skinheads, die mit rechten Gedankengut provozierten, stellten das linke ausgerichtete Selbstverständlich des Hauses arg auf die Probe und mischten das Haus auf. Ein Versuch, diese Verwerfungen wieder in den Griff zu bekommen, war die ABM-Maßnahme, mit der man junge Skins in einer positiven Form ins Haus einbinden wollte. Wir sehen noch ein paar Fotos von einem Umbau im Keller. Ich vermute, dass es die Räume für die ersten Schreinerei ausgebaut wurden, aber das weiß der Hubert vielleicht besser. Die Bilder, die wir hier sehen, zeigen, wie eine Baustelle auch mal etwas unkonventioneller gehabt werden kann. Der Beton wird einfach die Treppe in den Keller geschüttet. Ohne Improvisation lief im Komm wohl nichts. Ich springe zu einem zweiten Schlaglicht und zeige Fotos eines japanischen Fotografen Yoichi Hashiguchi. Hashiguchi war Anfang der 80er Jahre weltweit unterwegs, um die Hotspots der Jugendszene zu dokumentieren. Seine Stationen waren unter anderem New York, Tokio, London, Liverpool, Berlin und das Nürnberger Komm. Er hat damals einen Fotoband herausgegeben, von dem auch die Nürnberger erfahren haben und stolz wie Otto waren, in diesem Band auf der gleichen Ebene wie Tokio, New York gehandelt zu werden. Aber das Heft wird heute für horrende Summen im Internet geschoben. 180 Euro, 250 Euro, alles kein Problem. Ich selbst bin in dem Schnippelmanuskript meines Vaters auf die Kopien dieses Heftes gestoßen und hatte das große Lust, diese tollen Fotos mit ins Buch zu bekommen. Die Recherche nach seiner Adresse führte über Japan, wo ein ehemaliger Kommler, Johannes Schönherr, heute lebt, irritierenderweise aber wieder zurück nach Deutschland in die japanische Botschaft, die mich dann auf ein japanisch-deutsches Kulturinstitut verwies, weil die vor vielen Jahren einmal mit Hashiguchi wegen einer Ausstellung Kontakt hatten. Sie vermittelten mir den Kontakt. Ich schrieb ihm eine Mail und bekam direkt Antwort, dass er hocherfreut sei, wieder vom Komm zu hören. Das Erlebnis Komm, auch wenn es nun schon über 30 Jahre lang her war, hat ihn wohl zur Zeit seines Lebens nicht mehr losgelassen, scheint ihn wirklich bewegt und geprägt auch zu haben. Ich stehe jetzt seit mehreren Jahren mit ihm im Austausch und bin extrem gespannt, wie auf seine Reaktion, wenn er jetzt das Buch erhalten wird. Ich zeige jetzt hier einen kleinen Auszug aus der Fotostrecke. Und eine sehr ähnliche Geschichte wie die vom Yoichi Hashiguchi könnte ich jetzt auch noch über Heidi Thompson, ehemals Heidi Wunderli, erzählen. Auch sie, eine Fotografin, stammt aus Kanada, hat sich 1980 für einen längeren Zeitraum in Nürnberg aufgehalten und war eigentlich an der Kunstakademie in Nürnberg eingeschrieben, verbrachte aber die Zeit vor allem im Komm, zeichnete und fotografierte viel. Ihre Fotos finden sich über das ganze Buch verteilt. Von ihr ist die Aufnahme auf dem Cover. Und auch sie ist mit einer Fotostrecke im Buch vertreten. Ich komme zu einem dritten und letzten Schlaglicht. Es ist das Interview mit Robert Tesno und Norbert Schmidt. Und das stellt für mich auch eine Besonderheit in dem Buch dar. Es geht um die Rolle der autonomen Gruppen im Komm. Die Autonomen hatten ja in den letzten Jahren relativ viel Einfluss, da viele von ihnen in eigenen Gruppen im Haus waren, vertreten waren und sich auch sehr engagiert in der Selbstverwaltung mit eingebracht haben. Mein Vater zitiert in seinem Text des Öfteren aus dem Komm-Profil. Das ist eine Broschüre aus dem Jahr 1996, herausgegeben von Kuba, Robert und Karin, denen in kompakter Form eine sehr anschauliche Darstellung des Komm gelingt. Ich habe das Komm-Profil übrigens auf der Homepage des Verlages Vieler Orten, also dem Verlag, in dem das Buch erschienen ist, als PDF zugänglich gemacht. Danke für die Genehmigung. Ebenso steht auf der Seite auch ein PDF mit der Komm-Dokumentation von 1982. Das ist als Angebot gedacht für weitergehende Recherchen. Also das heißt, wenn man dieses Komm-Buch liest und man möchte gerne da, wo Michael zitiert, ein bisschen weiter recherchieren, dann kann man sich das auf der Homepage runterladen. Das ist jetzt hier nur eine Randnotiz gewesen. Irritiert hat mich in dem Komm-Profil aber,
dass sie es geschafft haben, die Geschichte des Komm zu erzählen, ohne den Namen Michael Popp ein einziges Mal zu erwähnen. Darüber habe ich mich mit Robert lange unterhalten. Und dann dämmerte mir in den Gesprächen, dass ich in der Folge meines Vaters dabei war, die Geschichte des Komm ohne die Autonomen zu erzählen. Und das wäre ein grober Schnitzer gewesen. Daher bin ich sehr froh darüber, dass sich Robert und Kuba für ein Interview bereit erklärt haben. Auch wenn ich viele Standpunkte nicht teilen kann, bin ich auf Punkte gestoßen, bei denen ich meine eigenen Haltungen wirklich hinterfragen musste. Das ist für mich also der spannendste Beitrag, dass ich hier die größte Diskrepanz zwischen meinem Vater und mir, wie das Buch zu gestalten sei, aufgetan hat. Auch hier zeige ich ein paar Fotos, Einblicke in das Wirken autonomer Gruppen im Komm. Vom Café Molotow habe ich leider keine Fotos gefunden, dafür hier ein Foto aus dem Archiv Metropolitan. Das ist eine Bibliothek linker Literatur. Das Archiv, das gibt es bis heute, das existiert in Gostenhof. Und dann hier ein Foto von der Milchbar. Das war eine Initiative der autonomen Gruppen im Haus, die im Foyer einen Barbetrieb eingerichtet haben und dafür gesorgt haben, dass es auch am Haupteingang wieder einen, offenen Türbetrieb gab. Dieser war zuvor aufgrund von zu großer Probleme mit vor allem oder wegen Drogenabhängigen, Dealern und Obdachlosen für mehrere Jahre geschlossen gewesen. Also in diesem Sinne auch wieder dem ursprünglichen Sinn des Hauses irgendwie versucht, eine Bedeutung zu geben. Und mehr zeige ich heute nicht. Das heißt ab jetzt selber lesen. Und damit man mit dem Buch nicht ganz alleine bleibt, habe ich noch ein paar Ankündigungen. Am Freitag, den 18. November, wird hier im Haus die Ausstellung Lebensträume eröffnet, die sich im Wesentlichen auch mit der Geschichte des Komm drehen, um die Geschichte des Komm drehen wird. Flyer und Plakate findet man hier im Haus. Dann, noch nicht ganz spruchreich, aber für Sie schon mal als eine Vorabinformation, wir planen eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Keep the Change, von der Unordnung kultureller Gegenwart und startet am Freitag, den 2. Dezember, auch hier im Haus, aller Voraussicht nach mit Tobias Knoblich, dem Präsidenten der Kulturpolitischen Gesellschaft, einem Experten in Sachen Soziokultur. Auch Tobias Knoblich hat einen Beitrag im Buch, also auch wegen ihm lohnt es sich, dieses Buch sich anzuschaffen. Die Veranstaltungsreihe wird Themen, die im Buch besprochen werden, wieder auftun und diese auf die Relevanz für die Gegenwart und die Zukunft hin besprechen. Sie finden die Informationen hierzu auf der Homepage der Baulust, auf der Seite der Verlage vieler Orten, selbstverständlich auch auf der Seite des Künstlerhauses. Die Reihe wird sich bis in den Sommer 2023 hinziehen, dann nämlich feiert das Komm, wie vorhin schon erwähnt, 50. Geburtstag. Und einen letzten Punkt habe ich noch. Wir haben für euch am Montag Taschen gedruckt. Das ist eine limitierte Auflage von 100 Stück. Yes. 20 sind schon weg, es bleiben also 80. 70. Jede dieser Taschen ist ein Siebdruck aus diesem Haus und das ist eine Besonderheit. Denn die Siebdruckwerkstatt, die gab es schon vor dem Kommen und die gibt es immer noch. Derjenige, der sie damals eingerichtet hat, Norbert Pfeiffer, ist heute Abend hier. Und gedruckt haben wir mit Marga Leute und unseren Kids, Lilian und Jasper. Also, schaut, Jens und meiner Kinder, nicht mal. Beide, Norbert Pfeiffer und Marga Leute, sind in einem Interview im Buch auch vertreten. Auch dieses ist ein weiterer Grund, sich dieses Buch jetzt anzuschaffen. Ich danke vielmals für die Geduld und wir sehen uns an der Bar mit DJ Banana vom Musikverein, vom Komm-Musikverein. Er wird Placken auflegen.